Schon im Jahre 1827 sorgte der deutsche Physiker Ernst Florenz Friedrich Chladni mit einem faszinierenden Experiment für Aufsehen. Mit einem Geigenbogen brachte Chladni eine mit Sand bestreute Metallplatte zum Schwingen. Auf der vibrierenden Platte entstehen Ruhepunkte, an denen sich der Sand sammelt. Mit jedem Geigenbogenstrich ordnet sich der Sand in einem einzigartigen Muster an. Aus Klang ließ Chladni Formen entstehen. Die so entstandenen Figuren stellte Chladni in seinem Werk Entdeckungen über die Theorie des Klangs zusammen. Mit seinen Experimenten reiste er durch Europa und brachte die Leute zum Staunen. Selbst Napoleon Bonaparte war von den Klangformen tief beeindruckt. Doch heute weiß niemand mehr von Chladni und seinem Experiment. Wohl auch, weil sie nach naturwissenschaftlichen Maßstäben keine Rolle spielten. Denn die mit einem Geigenbogen erschaffenen Klangformen lassen sich nicht exakt reproduzieren. In den 60er Jahren entwickelte der Schweizer Naturforscher Hans Jenny die Experimente mit den Klangfiguren weiter. Anders als Chladni konnte er die zugeführten Schwingungen mit einem Frequenzgenerator genau kontrollieren. Jenny fand heraus, dass allein der Frequenzbereich von 0 bis 20 kHz bis zu 300 verschiedene Klangbilder hervorbringt. Der Wechsel von einem Muster in ein anderes geschieht überall auf der Platte gleichzeitig. Bei einigen höheren Frequenzen verharrt der Sand nicht länger in starren Formen, sondern beginnt an den Ruhepunkten entlang in Wirbeln zu strömen. Jenny weitete seine Experimente später aus und experimentierte mit allen Arten von Flüssigkeiten. Also für die Quantenphysik ist es klar, das Primäre sind Schwingungsprozesse, aus denen Form und sogar eben Materie heraus emaniert. Der deutsche Forscher Alexander Lauterwasser setzt die Arbeiten von Chladni und Jenny fort. In seinem Labor führt er das Experiment mit Wasser durch. Dem Medium mit der höchsten Sensibilität. Auf diese Weise kann er den Tanz des Wassers genau dokumentieren. Also ich gebe jetzt mal erst eine Frequenz da hinein, zwischen 80 und 100 Hertz. Und wir sehen jetzt hier schon erste Formgestaltungsprozesse, wie sie durch eine einzelne Schwingungsfrequenz hervorgerufen wird. Also winzig kleine Frequenzänderungen führen sofort zu einer Umstrukturierung. Also hier haben wir jetzt ein total chaotisches Gewabbel. Jetzt probieren wir mal eine andere Frequenz zu finden. Jetzt ist die gesamte Wasseroberfläche von einem einheitlichen Prinzip bestimmt. Wir sehen eine quasi ruhende Ordnung und jetzt haben wir so etwas wie ein einheitlich schwingendes Feld. Ja, und das sind ja einfach Formen, die, wenn man jetzt an viele Urformen von Tieren denkt, das sind schon Grundmuster, wie sie uns in der Natur auch immer wieder begegnen. Die Klangformen sind für Lauterwasser der Ausdruck einer Kraft hinter den Dingen, die diese in Form bringt. Es ist Information. Woher kommt sie und zu welchem Zweck?
Und wie groß ist ihr Einfluss auf unsere Welt? Also Stoff nur sich selber überlassen, folgt allein der Trägheit und der Schwerkraft und bleibt liegen. Er tut von sich aus nichts. Und die Schwingung stellt jetzt einen energetischen Aspekt dar, indem sie gegen diese Trägheitstendenz des Stoffes wirkt und den Stoff ergreift und sozusagen zunächst mal in Bewegung versetzt. Wie entstehen überhaupt Formen und Gestalten? Also die primären, gerade embryologischen Prozesse, aus denen die allerersten Formbildeprozesse hervorgehen, sind ja ein ganz großes und wichtiges Fragegebiet. Und da finde ich eben das Interessante zu sehen, wie aus einem Schwingungsprozess in einem einzelnen Wassertropfen Grundformen entstehen, die fundamental sind für organische Gestaltbildeprozesse, also wie hier zum Beispiel diese längsgestreckten Formen mit diesem Gliederungsprinzip. Das ist ja eine Urformensprache in der ganzen organischen Welt. Mal gefragt worden, welche Frequenz jetzt ein Gänseblümchen entspricht. Das würde ich jetzt sagen, ist einfach viel zu naiv, so darf man da nicht dran gehen. Also es ist viel, viel komplexer. Es ist eine ganz große Zusammenwirken verschiedenster Schwingungsspektren, die notwendig sind, um so ein Lebewesen wie auch so ein einfaches Gänseblümchen generieren zu wollen. Wir sprechen ja vom Organismus, ja, und dass eigentlich jeder Organismus ein Organ ist, ein Resonanzorgan. Und dass insofern eben auch alle Tiere, Arten und Spezies irgendwie zusammengehören und jedes Tier etwas, was weit über Fressen, Fortpflanzen und wieder gefressen werden und rumrennen auf der Erde, weit über das hinausgeht, jedes Tier einen ganz tiefen, wichtigen Prozess eigentlich tut. Das Tier ist eins mit seiner Daseinsbestimmung. Der Regenwurm sagt nicht eines Tages, blöde Erde hier, dunkel, Matsch und sowas, will ich nicht mehr, ich will ein Schmetterling sein. Vielleicht träumt er davon. Aber das Tier ist eins mit seiner Bestimmung. Das geht auf in diesem Einssein mit dem, worauf es in Resonanz gestimmt ist. Das Grundmotiv von Evolution, sprich von Weiterentwicklung, ist, dass ein wie auch immer zu verstehendes Lebewesen aus sich heraus eigentlich eine ständige Steigerung der eigenen Resonanzfähigkeit erstrebt. Das heißt, ständige Bemühung eines Inneren, die eigene Resonanzbereitschaft so weiterzuentwickeln, dass ein Wiederanknüpfen an das Äußere immer optimaler und differenzierter möglich ist. Und das ist für mich der zentrale evolutionäre Trend. Dahin will Evolution. Der Mensch hat dieses Einssein vielleicht aufgegeben, verloren, oder da gibt es jetzt in den Mythologien, Religionen, Philosophien verschiedenste Bilder dazu, warum das so passiert ist. Und dass jeder Mensch in sich und für sich ganz alleine das erst finden muss.
worauf er eigentlich in Resonanz gestimmt ist. Alles ist Zufall. Zufallsmutation, die Natur im genetischen Material, die Power drauf los, produziert eins nach dem anderen und unser vermeintlicher Kampf ums Überleben schmeißt die wieder raus, die nichts taugen. So ist unser ganz, Entschuldigung, primitives Modell. Und noch unverstanden ist vollkommen die Art und Weise, wie eigentlich Evolution im Inneren arbeitet, was da passiert. Ein lebendiger Organismus zieht eine Grenze und hat eine Gestalt, die sich aber nie absolut abschottet gegen das chaotisch Offene. Also insofern immer offen bleibt und beweglich bleibt und auf der anderen Seite natürlich eine Form ausbildet, die aber nie ins Extrem der absoluten Erstarrung und Kristallisation abdriftet, sondern Leben heißt genau in dieser vibrierenden Zone zwischen den zwei Polen sozusagen in einem schwingenden Prozess sich zu bewegen. Lebendig sein heißt resonanzfähig sein. Also das ist mir im Lauf der vielen Jahre, wo ich jetzt diese Arbeit mache, immer deutlicher geworden. Also das, denke ich, wird ein Begriff, der zunehmend an Wichtigkeit gewinnen wird zu einem grundlegenden Verständnis von Leben.